Was hoffst du hier zu finden? Der Apotheker sagte, hierhin hätte er sein Gift geliefert. Ich hoffe, ich kann die Fährte aufnehmen und sie dann zu ihrer Quelle zurückverfolgen. Fährte aufnehmen? Bist du jetzt ein Bluthund? Sowas in der Art. Wie soll uns das zu Mirabeaus Mörder führen? Die Spur endet hier. Bist du sicher? Ganz sicher. Nein. Warte hier. Mach dich nicht lächerlich. Ich lass dich da nicht allein reingehen. Elise. Ich muss das hier allein machen. Bitte. Ich verstehe. Vergiss nicht, zurückzukommen. Das hat lang gedauert, Pisspot. Belek. Ich hätte wissen müssen, dass du mich finden wirst. Die Frage ist nur, was geschieht nun? Du hast Mirabeau vergiftet. Er vergiftete uns! Frieden mit den Templern ist nur ein Armenmärchen. Und du bist der Einzige, der die Bruderschaft retten kann? Glaubst du etwa, das geschieht zum ersten Mal? Das erste Mal, dass die Assassinen ihre Führung eliminieren mussten? Das erste Mal, dass der Orden sich wieder neu erschuf, aus dem Nichts zu neuer Macht? Nein. Masyaf, Montiregioni, die amerikanischen Kolonien. Es ist alles schon passiert. Und wir stiegen wieder auf, stärker als zuvor. Aber nun, wir vergaßen unsere Ziele, Arno. Verstrickten uns in Politik und Revolutionen. Doch wir sind keine Nation. Wir sind eine Armee. Und in einer Armee nennt man Frieden mit dem Feind auch Verrat. Und nein, ich bin nicht der Einzige, der die Bruderschaft retten kann. Wir können. Gemeinsam. Belek, du weißt doch, dass das nicht geht. Bedauerlich. Belek, bitte, komm zurück zum Rat mit mir. Wir können das regeln. Wie vernünftige Männer. Vernünftige Männer paktieren nicht mit Händlern, Bursche. Ein sturer kleiner Bock bist du, oder? So sagt man. Thank you.
Ich hatte Hoffnung für dich. Ich dachte, du könntest selbstständig denken. Ich kann, Belek. Ich denke nur nicht so wie du. Öffne die Augen, Bursche! Ich sah, wie Templer ganze Dörfer abschlachten ließen, nur um einen zu töten. Einen Assassinen. Sag mir, bei deiner enormen Erfahrung, was hast du gesehen? Ich sah, wie der Großmeister des Templerordens einen verängstigten Weißen aufnahm und wie einen Sohn großzog. Dich in der Bastille verrotten lassen sollen! Sag mir, hast du jemals an das Credo geglaubt? Oder warst du schon immer ein verräterischer Templerfreund? So muss die Sache doch nicht enden, Belek! Du bist es, der es so enden lässt! Würdest du verstehen? Wir könnten die Bruderschaft so weit bringen, wie wir es seit 200 Jahren nicht gesehen haben! Ja, jeden zu töten, der nicht deiner Meinung ist, ist die beste Art, sich aus der Asche zu erheben. Du spinnst doch! Pass auf! So, ist des Pudels Kern. Nicht Mirobor, dein Verstand vergiftet, sie war's. Sie ist das letzte Teil dieses verdammten Wahnsinns. Belek. Dafür wirst du mir danken. Eines Tages. Bist du manns genug, es zu beenden? Merci, mon ami. Du sollst doch halt zu deinem Sohn zurückkehren, nicht wahr, Pisspot? Was hast du verloren? Durchziehen. Euer Protégé bürgt für Sie. Vertraut ihr ihm nicht?
bis zum Tor, doch ich traue dem Weib nicht. Kann ich euch nicht überzeugen? Ich fürchte nicht. Dachte ich mir. Chen. Chen. Riposo, Pei. Riposo, Pei.